Beachten Sie bitte, dass der folgende Filmbeitrag lediglich der allgemeinen Information und der auszugsweisen Darstellung der Tätigkeit der AID 24 Rechtsanwaltskanzlei dient. Soweit der Beitrag Hinweise oder Empfehlungen trifft, sind diese ausschließlich von allgemeiner Natur. Der Beitrag stellt keine Rechtsberatung dar und kann die rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Abmahnung erhalten? Herzlich willkommen beim Videoblog der AID 24 Rechtsanwaltskanzlei. Ich bin Rechtsanwalt Christoph Scholze, im Informationstechnologierecht tätig und beschäftige mich unter anderem mit der Verteidigung von Personen, welche eine Abmahnung erhalten haben. Wenn Sie diesen Beitrag ansehen, haben Sie wahrscheinlich eine Abmahnung erhalten und suchen möglicherweise zu den Gründen Informationen oder bezüglich weiterer Verteidigungsschritte Hilfe. Was kann man tun, wenn man eine Abmahnung erhalten hat? Erstens, bleiben Sie ruhig. Zweitens, notieren und beachten Sie eventuell gesetzte Fristen. Drittens, holen Sie unverzüglich bei einem Rechtsanwalt, beispielsweise bei einem Anwalt mit Schwerpunkt im IT-Recht, Rechtsrat ein. Im optimalen Fall noch bevor die gesetzte Frist verstreicht. Denn ohne anwaltlichen Rat könnten Sie unter Umständen ungewollt ein Schuldanerkenntnis abgeben. Beachten Sie zudem, dass Sie an eine abgegebene Unterlassungserklärung unter Umständen sehr viele Jahre gebunden sein können. Unterlassungserklärungen aus dem Internet? Seien Sie bitte sehr vorsichtig mit modifizierten Unterlassungserklärungen aus dem Internet. Diese sind in der Regel nur sehr allgemein und nicht auf Ihre Situation hin formuliert und können daher unzureichend oder in anderer Weise fehlerhaft sein. Der Gegner könnte dann eine korrekte Unterlassungserklärung kostenpflichtig gegen Sie einklagen. Soweit Sie eine berechtigte Abmahnung erhalten haben und nunmehr verpflichtet sind, eine Unterlassungserklärung abzugeben, sollte diese ganz konkret auf Ihren Fall zugeschnitten und umfassend sein. Sollte man die erhaltene Abmahnung ignorieren? Sie sollten eine Abmahnung nicht ignorieren, denn dann kann die Gefahr bestehen, dass Sie eine einstweilige Verfügung erhalten und/oder verklagt werden. Dies kann Sie mehrere hundert oder gar tausende Euro kosten. Wie kann ein Rechtsanwalt weiterhelfen? Der Anwalt Ihres Vertrauens prüft, soweit es ihm möglich ist, bei einer Abmahnung, ob diese berechtigt oder unberechtigt erfolgte. Liegt eine unberechtigte Abmahnung vor, so wird er diese für Sie in der Regel vollständig zurückweisen. War die Abmahnung hingegen berechtigt, liegt das primäre Verteidigungsziel in der Regel in der Reduzierung der Schadensersatzansprüche sowie in der Abgabe einer fristgemäßen, mitunter modifizierten Unterlassungserklärung, zugeschnitten auf Ihren konkreten Einzelfall sowie in der zeitnahen Beendigung der Angelegenheit. Wie kann man die AID 24 Rechtsanwaltskanzlei erreichen? Die AID 24 Rechtsanwaltskanzlei ist für Sie 24 Stunden täglich telefonisch vorbehaltlich technischer Verfügbarkeit erreichbar. Die regulären Öffnungszeiten am Kanzleistandort sind Montag bis Freitag 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Wenn Sie eine Abmahnung vorab per E-Mail an die Kanzlei übersenden, schreiben Sie bitte gut leserlich Ihre Rückrufnummer auf die erste Seite der Abmahnung, damit ein zeitnaher Anwaltsrückruf erfolgen kann. Haben Sie eine Abmahnung erhalten? Dann melden Sie sich. Musik